Hallo zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Und zwar habe ich eine neue Familie erstellt. Ich habe jetzt zwar gerade gesehen, ich habe leider noch einen vergessen, aber gut, ich habe das jetzt soweit gemacht, also werde ich jetzt auch damit weiterspielen. Und zwar befinden wir uns auf dem gleichen Grundstück wie schon im letzten Let's Play, beziehungsweise dem Anfang davon. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu dem Ganzen und dementsprechend hoffe ich, dass ich das Ganze jetzt auch schöner erstmal erbauen kann und auch so nach meinen Vorstellungen dann bauen kann. Was ich jetzt als erstes machen werde, ist auf jeden Fall in den Baumodus selber reingehen. Ich könnte, ja, ich würde sagen, ich fange damit wieder genauso an, wie ich vorher auch angefangen hatte. Ungefähr. Ich muss wohl dazu sagen, ich habe jetzt einige Mods noch bei mir draufgeschmissen. Das heißt, wenn mir jetzt hier irgendetwas auffällt. Achso, das ist jetzt alles. Moment. Schlafzimmer fangen wir mal mit an. Wenn jetzt hier irgendetwas zufälligerweise noch dazugekommen ist, dann liegt das daran, dass jetzt einige Mods mehr drin sind. Das sieht aber schön aus. Die Frage ist jetzt nur, das ist das zweite. Warum auch immer das jetzt einfache Liege heißt, aber... Ja gut, das Zimmer ist an sich etwas kleiner, aber ich glaube, das können wir dann noch ein bisschen vergrößern, oder? Ich würde mal einfach sagen, ich nehme das. So, ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wie ich das Ganze drehen kann. Also im Nachhinein die Gegenstände drehen kann. Falls ihr mir das noch nicht als Kommentare im letzten Video reingeschrieben habt, dann macht es doch bitte jetzt, weil das doch extrem nervig ist. So, dann schauen wir mal eben, wo habe ich denn hier die Tür? Achso, hier ist die Tür. Das ist aber doof gemacht. Wenn hier die Tür ist. Nee, ich will das nicht. Hallo, ich will das nicht platzieren. Lass mich in Ruhe. Ich will es doch nur drehen. Warum will... Was will der denn jetzt wieder von mir? So. Das können wir natürlich auch machen, dass wir einfach den Gang hier drin lassen. Aber ich finde es dann trotzdem irgendwie blöd. Ich muss immer da drauf gucken. Genau, das ist besser. So. Jetzt ist die Frage, die Tür. Genau, die würde ich nämlich gerne hier auf der Seite haben. Das ist viel besser. Das kann man auch etwas erweitern. Das ist sehr gut. Dann erweitern wir das jetzt halt ein bisschen nach da oben hin. Nein, ich will nicht das Stockwerk entfernen. Ich wollte eigentlich die Tür jetzt haben. Die Tür kann ich jetzt gar nicht mehr haben, oder wie? Hallo? Dann halt nicht. Gut. Das ist jetzt erstmal das Elternschlafzimmer. Jetzt haben wir natürlich noch ein Kinderschlafzimmer. Das müssen wir noch bauen. Da gehe ich jetzt auch direkt von Anfang an ins Kinderschlafzimmer. Das ist schön, aber sieht irgendwie nur nach einem Spielzimmer aus. Irgendwie ist das ein bisschen... Das ist auch cool, aber auch irgendwie nur ein Spielzimmer. Das ist doch so richtig, richtig schweineteuer. Aber das ist hammergeil. Also das ist wirklich, das ist cool. Ich würde sagen... Wieso kann ich das? Achso, nee. Ist es dann gleich dran? So, das soll jetzt natürlich nicht nach hier sein, sondern lassen wir das so. Ja. Schreibtisch kann man jetzt zwar nicht so sehen, das können wir ja immer noch verstellen. Aber den Rest können wir ja so lassen. So, es ist nur ein bisschen weiter nach hinten dann. So, dann braucht man natürlich noch einen Gang. Das heißt, wir müssen Raumtool hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier einen etwas breiteren Gang hinbauen. So. Das sollte eigentlich nicht drin sein. Ach,
gespeicherte Zimmer. Ah, ich kann auch selber welche speichern, sehe ich gerade. Das habe ich zuletzt gar nicht gesehen. Das ist cool. Jetzt haben wir leider nur noch 15.000 übrig. Was wir jetzt natürlich dringend brauchen, ist erstmal noch eine Küche. Eine Küche. Ach so, ja, jetzt will ich natürlich nicht die. Ich will die gestalteten haben. So, das ist eine Mini-Küche. Ja, ist jetzt nicht so die schönste Küche. Die habe ich ja beim letzten Mal auch schon gehabt. Die finde ich hammergeil, aber dann bleiben uns nur noch 5.000 fürs Badezimmer. Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die haben kein Rosa, beziehungsweise kein Pink. Okay, die sind jetzt noch teurer. Ja, obwohl ich die jetzt gar nicht mehr so schön finde. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt wirklich. Ich mache jetzt diese riesengroße Küche dahin. Reicht das denn als Wohnzimmer? Eigentlich müsste ich ein größeres Wohnzimmer haben, ne? Oder ich könnte, nee, ich kann das Wohnzimmer ja auch übers Eck machen, genau. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Die Küche wäre natürlich am besten, wenn man da jetzt von beiden Seiten reinkommt, aber dafür ist die zu klein. Ah, das verschiebt der automatisch. Okay, dann würde ich nämlich sagen, dass wir die Tür nehmen und eigentlich hierhin machen, aber das will der jetzt gerade nicht. Das schieben wir erstmal rüber. Ja, komm. Das sind, glaube ich, so da drüber, ne? Sind die jetzt mitgekommen? Ich glaube ja. So, dann machen wir jetzt erstmal da eine Tür hin, dass wir jetzt da direkt auch schon rein können. Badezimmer. Badezimmer ist ganz wichtig, sogar noch wichtiger als das Wohnzimmer. Ja, da kann ich mir jetzt natürlich erstmal auch jetzt nicht so ein riesiges Badezimmer leisten. Das ist eigentlich doch ein guter Durchschnitt gewesen hier, ne? Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal das. So, das Badezimmer. Sie bekommt später noch, so habe ich das jetzt zumindest geplant, noch ein Spielzimmer. So, das Badezimmer, was machen wir denn damit? Das drehen wir. Genau, so ist das doch perfekt. Genau. Ist das auch richtig ran? Ja. Ich bin irgendwie schon so aufgeregt. Ist es da direkt dran? Ja, genau. Perfekt. Ich hoffe jetzt nur. Das sind jetzt zwei Räume. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss noch gucken, dass ich die Wand auf jeden Fall noch entfernen kann. Da gab es doch, meine ich. Gab es hier nicht so ein Abrissmenü? Haushaltsinventar? Okay. Da muss ich gleich dann nochmal nachgucken. Ich weiß auch nicht, wenn ich das jetzt lang ziehe. Doch, dann ist es auf jeden Fall ein Raum. Ja, zur Not mache ich da auch eine Tür hin. Das wäre jetzt auch nicht, obwohl kann ich das nicht. Nee, kann ich nicht mit rechts. Ah, Moment. Ah, Moment. Vorschlaghammer. Ja, damit war das. Jetzt habe ich natürlich eben doppelt bezahlt, glaube ich. Ja, gut. Ist nicht so schlimm. Wobei, eigentlich hätte ich das hier lieber offen gehabt, anstatt eine Tür. Aber ist egal. Ist nicht so schlimm. Das Badezimmer. Na, ich will keinen Vorschlaghammer. Nein, 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 nein. Das Badezimmer könnten wir jetzt schon mal ein wenig vergrößern. Und zwar noch hier. Die Küche wird wahrscheinlich auch nach unten gehen. Da soll nämlich ja eigentlich auch noch das Katzenklo und so rein. Also machen wir das mal ein bisschen länglicher hier. So, den entsprechend dann auch.
So, das heißt, wir haben jetzt noch ein Wohnzimmer. Dafür haben wir jetzt aber wahrscheinlich, nee, dafür haben wir kein Geld mehr. Mal gucken, wegen vorgefertigten Wohnzimmern. Wohnzimmer hier. Hier irgendetwas bei ist, was mir überhaupt gefällt. Obwohl, das sieht nicht schlecht aus. Da hätte man dann schon mal was zum Sitzen und so. Das ist natürlich auch geil, aber... Oh, das ist schon... Oh ja. Das sieht jetzt schon richtig modern aus. Jetzt gibt es nochmal ein Schwarz. Das sieht sogar... Ah, ich weiß nicht. Ich habe ja selber auch so eine gelbe Couch. Also nicht so eine, sondern so... Ja, so eine Spielwiese, sage ich mal. So was Größeres. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist natürlich mit 8000 wirklich viel zu teuer. Ach, da fällt mir ein. Oh. Die Tiere brauchen ja auch noch was zu fressen. Ah. Das heißt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich das Wohnzimmer nicht vorgefertigt kaufe, sondern erstmal einen Raum mache. Wobei ich erstmal gucken muss. Objekte nach Funktion. Nachttisch. So, Tiere. Am besten bekommen die beide so einen Futterspender. Ich weiß, es ist teuer, aber ich möchte auch nicht knauserig sein. Ja, jetzt habe ich das Problem mit dem Drehen natürlich. Oder ich stelle das jetzt erstmal hier vorne hin. Ich weiß auch nicht genau, warum das eine teurer ist als das andere. Im Endeffekt ist es genau das gleiche. Programmgesteuert. Es sind halt nur zwei verschiedene Farben. Also das hier könnte vielleicht jetzt noch für eine Katze sein. Wobei, ach so, ich habe immer gedacht, da ist ein Knochen dran. Das ist Fisch oder sowas. Ja. Egal, wir stellen den jetzt mal einfach mit daneben. Und was natürlich ganz wichtig ist, nehmen wir den in der Farbe, ist das Katzenklo. Das sollte aber vielleicht nicht unbedingt gerade in der Küche stehen. So, das stellen wir mal hier hin. Und dann sind wir eigentlich auch schon pleite, aber mir fehlt noch ein Tierbett. Oh, und der Kratzbaum fehlt noch. Nein, der war so teuer. Obwohl, doch, das geht noch. Natürlich auch in Designerfarben, obwohl das ist ziemlich dunkel, ne? Da fällt mir allerdings ein, dass wir hier noch gar nicht tapeziert haben. Wir können das ja schön hell und freundlich tapezieren. Ach so, aber, haha. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich das, obwohl, naja, aber nachher kommen die da wieder nicht vorbei. Die sind da ja irgendwie nicht so ganz fähig, da vernünftig zu laufen. Könnte ich natürlich auch ins Kinderzimmer. Aber das sind die ganzen Katzenhaare. Das ist natürlich auch nicht schön. Ich würde normalerweise sagen, da wir jetzt hier gleich noch eine Tür reinmachen. Oder wir verbreitern das vielleicht sogar ein bisschen. Dass wir das hier reinstellen. Ich brauche auf jeden Fall noch das bisschen Geld fürs Hundekörbchen. Das würde ich jetzt auch gerne so machen, aber da wir jetzt natürlich einen männlichen Hund haben, also sprich einen Rüden, ist das etwas blöd. Aber dieses Babyblau gefällt mir auch irgendwie nicht. Ach, na komm, nehmen wir das im Babyblau. So, der schläft natürlich dann bei den Eltern. Die Frage ist jetzt noch, kann ich? Doch, ja klar, das kann ich ja verschieben. Stellen wir dann, wieso kann ich das nicht eins runterstellen? Hallo? Nicht genug Geld? Ich muss ernsthaft dafür bezahlen, wenn ich das runterstellen möchte. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Eieiei, okay, dann machen wir das später. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, damit ich jetzt hier noch eine Tür reinmachen kann. Nee, Quatsch. Wo bin ich denn jetzt drin? Da wollte ich doch gar nicht rein. So, und die haben gar keine Fenster, fällt mir gerade auf. Aber ich denke mal, die sind mir jetzt zu teuer.
Letztes Mal habe ich so eine schöne Regenbogentür genommen. Die ist zwar sehr teuer, aber die mache ich hier jetzt einfach auch mal rein. Ich finde das cool, oder? Oder ich weiß es nicht. Achso, die ist eh zu teuer. Kristallklare Tür mit Fenster. Das ist gut, eine WC-Tür. Die würde ich jetzt theoretisch ans WC machen, aber... Oh. Aber dafür habe ich kein Geld, ne? Nee, das war klar. Hier sind noch sehr... Oh, das ist auch schön. Für draußen so. Achso, Doppeltür mit Schiebbügel. Doch, die würde ich ehrlich gesagt gerne... Eigentlich fürs Wohnzimmer nehmen. Aber die können die jetzt auch erstmal benutzen, um die als Eingangstür zu nehmen. So. Dann bräuchte ich eigentlich jetzt noch eine Eingangstür, die nicht ganz so teuer ist, weil ich muss das Futter auch noch bezahlen. Ich lasse das jetzt erstmal als Eingangstür. So. Wenn er das denn... Nee, ne? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Wieso funktioniert das bei Türen? Das hat bei mir doch eben nirgendwo funktioniert. Das will ich jetzt wissen. Das ist nicht dein Ernst. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, kann ich das Ganze drehen. Wieso bin ich da gestern nicht drauf gekommen? Oh mein Gott. Okay. Ich habe mein größtes Problem ever, habe ich gerade gelöst. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir unsere neue Familie, die ich irgendwie beim Erstellen ziemlich lieb gewonnen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die lassen wir jetzt einfach mal einziehen. Wenn sie es denn möchten, heißt das. Sie ist schon... Bist du auf dem Weg rein? Ja, so wie es aussieht, ja, ne? Guck mal, du beanspruchst jetzt mal als erstes das Bett. So, das ist deins. Okay, gut. Dann... Ach so, genau, du könntest schon mal das Futter auffüllen. Dafür reicht gerade noch so das Geld. Und dann müssen wir gleich natürlich direkt gucken, dass wir dann auch... Eine gute... Ja, genau, die Katze kommt direkt schon. Ah, der Hund findet auch schon sein Körbchen. Oh, nein, dein Körbchen ist nicht im Bett. Wotan, dein Körbchen ist da. Nicht da. Oder wonach guckt er jetzt? Oder nach den Schmetterlingen? Vielleicht will er die Schmetterlinge fressen. Man weiß es nicht. So, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir einen Job suchen. Hat die Kreativität erworben. Ah ja, sie hat eine Spielkiste geöffnet. Eve kann jetzt am Kreativkunsttisch zeichnen. Sie kann außerdem mit dem Puppenhaus und Spielzeug aus der Spielkiste spielen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Die hatten ja gar kein richtiges Spielzimmer, beziehungsweise kein richtiges Kinderzimmer beim letzten Mal. Oh, das ist fantastisch. Ah ja. Ja. Saphira möchte aber eigentlich nicht so gerne Astronautin werden, weil das ist nämlich eine Schriftstellerin. Und das wird sie auch machen. Abgesehen davon, dass sie auch karrieregeil ist. So, dann wechseln wir mal eben. Kevin. Kevin soll sich natürlich jetzt auch mal eben noch einen Job suchen. Achso. Müssen wir natürlich noch anklicken. Ah, das ist gut. Die lesen jetzt schon die Bücher. Achso, das ist ein... Ah, ich glaube, das ist ein Bücherregal. Und, oder? Ich weiß es nicht. Ah, nee, hier aus dem Bücherregal hat die das, glaube ich, gerade rausgezogen. So oder so, es ist einfach nur geil. Ja, was macht er denn? Moment, ich habe ihn als Künstler, glaube ich, als was habe ich ihn jetzt eingestellt? Entweder als Künstler oder als Schriftsteller, ich glaube. Es könnte sein, dass ich ihn als Künstler eingestellt habe. Wobei als... ja, da hätte er am Wochenende frei. 9 bis 17 Uhr. Und sie macht 8 Stunden auch. Aber sie verdient halt beim Schreiben mehr. Und ich würde ja auch schon gerne noch einen PC holen. Ich meine, er könnte natürlich auch Geheimagent werden, aber die werden schlecht bezahlt offensichtlich. Nee, er muss... Ja, er muss auf jeden Fall als Schriftsteller arbeiten. So, und wie es sich natürlich auch gehört für eine gute Mutter,
Die liest ihrer Tochter natürlich etwas vor. Obwohl eigentlich sieht es eher so aus, ob sie sich selber etwas vorliest. Turka. Beina. Und sie ist mit irgendwelchen Figuren gerade am Spiel. Was ist das denn? Ach, sie träumt davon, dass sie ein Pirat ist und ins Weltall fliegt. Och, das ist doch süß. Das ist richtig süß. Und sie ist glücklich, das ist schön. Dekoriert wegen guter Umgebung. Das ist auch schön. Achso, sie muss aber ganz schnell noch das Bett beanspruchen. Eigentlich sollen ja beide da drin schlafen. Das Problem ist nur, die müssen ja erstmal eine zwischenmenschliche Beziehung miteinander aufbauen. So, wo ist er hin? Wo ist er hin? Achso, okay. Dramatische Geschichte, über Interessen reden. Erstmal kennenlernen, würde ich sagen. Oh, das ist schön. Der Kevin hat jetzt mit der Katze Freundschaft geschlossen. Mal gucken, wo dieser Vierer bleibt. Benja. Der heißt nicht Benja, der heißt Kevin. Floyma Sharnu. Harvini. Oh, Joyem. Ah, ich bin charismatisch. Chimere Jabin Slothish. Hanna Kletz. Jabin. Oh. Nein, er war nicht. Sie. Mein neuestes Buch. Das ist immer gut, weil beide sind, glaube ich, Bücher begeistert. Achso, man konnte das doch nachgucken, ne? Eve kann jetzt auf sprechendes Spielzeug drücken, damit es redet. Das ist schön. Das sollten alle Kinder können. Zephira ist ein Bücherwurm. Das weiß ich. Kulak Zerf. Zambas. Karzini Quixanas? So mau. Mach ihm ein Kompliment los. Quanky. Du hast eine schöne Sonnenbrille. Gut, er hat keine Sonnenbrille, aber okay. So Jimmy Geza. Befete Pelka. Kumiao Busharp Sposham. Apollochaba? Zobi Zabau? Apollochaba? Apollochaba? Nein, 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 bleib hier! Bleib hier! Nibana. Was macht die? Willkommen in der Nach... Ach so, willkommen in der Nachbarschaft. Oh, oh, oh. Nein, okay. Freundlich vorstellen. Bleib hier. Tut mir leid, du bist jetzt gerade, Nebensache. Komm schnell auf die Nachbarin los. Geh zur Nachbarin und stell dich vor. Jetzt. Oh, dann geh doch erstmal dahin. Nein, du sollst nicht mehr mit ihm reden. Du sollst mit der Nachbarin reden. Mach das weg. Los. Geh zu ihr. Mein Gott, immer diese Sims. Hallo, du sollst mit ihr sprechen. Sag mal, was ist denn da jetzt so schwer dran? The Samba. So, so. Chelner. Gungene. Genau, wir bitten die Nachbarin erstmal hinein. In das Haus ohne Wohnzimmer. Minchi, Shaspris, Bavu, Mosch. Sibu. Bretino, Frifa. Eve kann jetzt ein neues Bild am Kreativtisch zeichnen. Ist das ein Kreativtisch eigentlich? Ich muss mal eben hier von euch weggehen. Wie die meisten Tiere kann auch Wotan auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Ja, es ist ein Boxer, ne? Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Okay. Ich sollte denen vielleicht auch ein bisschen Spielzeug oder so noch besorgen. Sick of flesh. Smurgs. Shumbas Smurgs Unger. Über Interessen reden, das ist immer gut. Was macht er denn jetzt da? Hallo, was hast du jetzt hier vor? Ach du Schande. Okay. Ja, schmeiß doch einfach die ganzen Bücher auf den Boden. Sag mal, geht es noch? Was ist das jetzt für ein Buch hier?
Achso, hallo, das sollte gerade weggeräumt werden. Entschuldigen Sie bitte. Saphira ist kreativ. Moment, was? Ah, da stand gerade was. Melody ist ein Herumtreiber. Sie ist am liebsten draußen, um kleinere Geschöpfe zu jagen. Das stimmt. Achso, sie ist schon draußen. Okay. Die können anscheinend selber rausgehen. Ach, die will schon gehen. Nein. Nein, du darfst noch nicht gehen. Das ist schön, dass die über Kunst reden. Aber sie darf noch nicht gehen. Nein, sprich sie an. Los. Wir müssen doch eine Freundschaft aufbauen. Wieso ist der Hund jetzt heller als eben? Der war doch eben noch dunkler. Hallo? Du sollst kein Buch lesen. Hallo? Du sollst dich mit der Nachbarin. Erzähl mal einen Witz. So. Ja, genau. Sie ist eine Künstlerin, die gerne Kuchen isst, glaube ich. Ach so, bei Hans Mampf arbeitet sie, okay. So, was haben wir heute eigentlich? Wir haben Sonntag, das ist gut. Das heißt, die gehen auch bald zur Schule bzw. zur Arbeit und bringen Geld rein. Ich frage mich nur, ob ich das Ganze hier vielleicht ein bisschen umstellen soll. Weil wenn die natürlich ihren PC bekommt, wäre es besser, wenn das Ganze hinten stehen würde. Moment, sie ist ja jetzt gerade mal aus der Ecke raus. Weil das ist ja wirklich... So kann man auch besser natürlich sehen, was da drin... Ach so, jetzt ist sie natürlich hier auch noch im Weg. Ach, der braucht... Ach du Schande. Der braucht den ganzen Platz, okay. Dann stellen wir hier das Tier jetzt erstmal hier unten hin. Und können das nicht hinstellen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil die Nachbarin da sitzt. Und gleich nicht mehr da sitzt. Wir stellen das mal eben nach hier draußen hin. So. So, geh mal raus. Du auch, geh mal raus. Genau. Sehr schön, danke. Jetzt weiß ich nur nicht. Doch, das müsste jetzt eigentlich klappen. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Da steht. Warum soll ich das denn jetzt nach hier stellen? Was ist das denn für ein Quatsch? Oder ich mache das anders. Ich kann es natürlich auch so hinstellen. Aber klappt das dann noch mit dem... Ja, das klappt jetzt wahrscheinlich nicht. Nee. Klappt das auch nicht mehr. Ich muss das Teil erstmal rausstellen. Moment. Dreh dich. Los, dreh dich. So. Ach, das ist, glaube ich, weil das Bücherregal links gestanden hat, oder? Da
Dann machen wir das so. Nein! Wieso funktioniert das nicht mehr? Ach, wegen der Lampe. Denke ich zumindest. Obwohl da hinten war auch eine Lampe. Ich mach die mal hier hin. Nee. Warum kann ich das... Ach doch, jetzt kann ich's. Hä? Achso, da wegen dem Stuhl nicht. Gut, das mit dem Stuhl, das ist in Ordnung. So, das können wir so lassen. So, sehr schön. Dann haben wir schon mal das Kinderzimmer doch sehr schön umgestellt. Die Sachen können soweit hier stehen bleiben, denke ich mal. Allerdings bekommen die natürlich auch noch Fenster rein, damit das ein bisschen besser ist. Und wir müssen hier natürlich auch noch tapezieren, aber das ist wahrscheinlich jetzt noch zu teuer. Nehme ich mal an. Obwohl, naja, zwei. Oh Gott, was ist das für eine Farbe? Man könnte... Das ist doch kein... Ist doch kein hellrosa. Hallo? Ich habe extra das... also nicht hellrosa, hell lila habe ich extra genommen. Warum ist das dann so dunkel? Das ist aber blöd. So. 103. Wie teuer ist das? Das sind nur noch 4. So. Obwohl hier ist auch nichts drin, streng genommen. Aber hier ist noch nicht so wichtig. Es soll ja nur hier jetzt erstmal schön aussehen, weil danach nämlich noch... Ich denke mal, ich werde da ein Spielzimmer für sie reinstellen. Dann könnte man das nämlich rüberstellen. Und dann hat sie hier so ihr normales Kinderzimmer, sage ich mal. Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe so einige Ideen, was ich da jetzt noch machen kann und machen möchte. Und die Küche, die müssen wir dann natürlich auch noch was erweitern. Vor allen Dingen dann in der Küche noch eine Essecke reinsetzen. Oder wir machen hier einfach so einen Durchbruch und machen das Ganze als Wohnzimmer inklusive Essecke. Ich glaube, das wäre noch cooler. Ich muss dich jetzt leider mal stören hier auf Toilette. Eine Badewanne, genau. Eine Badewanne werde ich auf jeden Fall... Obwohl, da ist eigentlich eine Badewanne drin. Und das war jetzt die Erinnerung, dass ich mich fertig machen muss. Dass... ja, ich war jetzt so intensiv hier gerade beschäftigt mit den Sims, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass wir schon so spät haben. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!